So. Oh, Miezi! Hallo, Spike. Siehst du die Katze hier? Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Es scheint dir zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ja, was sowas von? Mauzi, das ist ein vernünftiger Name für eine Katze. Das ist ein vernünftiger Name für eine Katze, aber... Ich meine... Entschuldigung, okay. Wir nennen sie Miezi. Komm her, Miezi. Sei ein braves Kätzchen, ja? Ist irgendwie so ein klassischer Katzenname. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig in alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ach! Sowas aber auch! Mit dir war ich schon 500 Mal, aber du hast immer deine Hardcore-Gangbang-Party da drin gefeiert. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Rasmodius! Oh, der Name gefällt mir. Hey, da ist ein Apfel! Rasmodius, das ist ein super Name. Das ist ein vernünftiger Name. Deine Eltern haben dich geliebt. Wollte ich damit nur gesagt haben. Ich meine, das ist ein vernünftiger Name. So. Dann könnte ich heute eigentlich nochmal einen Blumenkohl kaufen. Einfach zwecks der Symmetrie. Dass da 10 Blumenkohl ausgesät sind. Und vielleicht will ich auch nochmal ein bisschen Steckrüben oder so. Oder Pastinaken sind es ja. Holen. Kann ich Dünger herstellen, wo es mir gerade einfällt? Ich könnte Dünger dafür herstellen. Und mein Zeug richtig krass verbessern. Das habe ich komplett vergessen. Ich habe komplett vergessen, dass ich ja Dünger herstellen kann. Oh. Das ist nicht gut, dass ich das vergessen habe. Das ist nicht gut. So. Angel habe ich dabei. Trifft den Zauberer. Wollen wir das kurz machen? Ich meine, ich kann jetzt gerade eh noch kein Zeug kaufen. Die haben ja eh noch nicht offen. Ich muss mir irgendwie hier den Weg freischaufeln. Oh, wirklich? Oh, das Zeug wächst alles nach. Oh, ist das zum Kotzen. Ist das zum Kotzen? Ich will halt so wenig Zeug dabei haben, damit ich mehr Platz habe. Einzig und alleine darum geht's mir. So. Wunderbar. Okay, guter Rasmodius, der du überhaupt nicht verwandt bist mit Rasputin und dessen Namen auch überhaupt nicht angelegt ist an Rasputin. Ich meine, ihr habt nur eine Silbe gleich Ras. Vielleicht ist ja auch er der eine Typ, den ich noch kennenlernen muss. Wer weiß, wer weiß. Ah! Um Gottes Willen, wie schaust du denn aus? Na, komm herein. Willst du eine Suppe?
Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des heiligen Gra... Du verstehst schon. Und du, Spike? Deine Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her! Du hast schon einmal davon gesehen, oder? Ja, du hast richtig gesehen. Ich kann Äpfel heraufbeschwören. Grüne Äpfel. Sie nennen sich Äpfel. Juno, Junimus. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Hättest du aus den letzten vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Apfeltasche machen sollen? Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Hä? Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Er kann die momentane Teleportation. Was? Ich hab mal eine Frage an dich. Warum teleportierst du dich raus, aber gehst dann durch deine Haustür wieder rein? Warum teleportierst du dich nicht wieder? Ist dein Haus eine Einbahnstraße? Kann man da nur raus teleportieren und nicht mehr rein? Ist das eine Einbahnstraße? Ich hab die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Ja, ich riech da was. Ja, komm mal her. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamell, Giftpilze. Kannst du es riechen? Dieses feine Aroma. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Nein. Nein! Ich will kein Karamell. Danke. Plus 38 Energie. Danke. Hat sich meine Energie jetzt dauerhaft erhöht? Ich bin jetzt auf jeden Fall auf einem Drogentrip. Ich bin auf jeden Fall auf einem Drogentrip. Auf einem richtigen Hardcore-Drogentrip. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Danke. Er zählt nicht als kennengelernt, oder? Mir fehlt immer noch einer, das gibt's doch nicht.
Muss ich nochmal mit ihm reden vielleicht? Bin ja viele Jahre, voll krass. Nee, okay. Okay, also er war es auch nicht. Irgendjemanden muss ich noch kennenlernen. Aber wen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wen ich kennenlernen soll. Wen soll ich noch kennenlernen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hallo, Mr. Schwein. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. So, wir wollen jetzt mal ganz kurz einkaufen gehen. Und dann können wir ins Gemeindezentrum mal kurz gehen und dann mal diese Schriftrolle lesen. Oh, es ist Mittwoch. Ich habe es gerade selber gesehen. Oh, er hat Ruhetag. Schade. Naja, braucht halt auch mal. Er braucht halt auch mal seinen Ruhetag. Das ist vollkommen legitim. So, gehen wir mal zu der Schriftrolle. Da ist schon wieder so ein Apfel. Okay. Bündel sammeln Frühling, Bündel sammeln Exoten. Hab ich? Also brauche ich noch Lauch und Löwenzahn, sehe ich das richtig? Okay, ich habe den Meerrettich, ich habe die Narzisse. Ich brauche noch Lauch und ich brauche Löwenzahn. Wow. Ich brauche Hartholz. Wo kriege ich Hartholz her? Okay, das ist gerade uninteressant. Das kriege ich ja noch nicht. Exoten. Was zum... Wo kriege ich denn das alles her? Okay. Also mir fehlt auf jeden Fall noch was. Ich brauche Lauch... und einen Löwenzahn. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, das aufzutreiben. Das sollte eigentlich... kein allzu großes Problem sein. Wir gehen jetzt mal in die Mine und schauen mal, ob wir da einen Schleim finden, den wir verkloppen können. Damit das auch mal erledigt wäre. Da müssen wir jetzt nämlich auch mal hin. Ich habe so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun, meine Freunde. Hey, da ist doch Lauch. Tada. Wunderbar. Wir brauchen nur noch einen Löwenzahn. Jetzt brauchen wir nur noch einen Löwenzahn. Und dann haben wir alles. Kupfererz, da sage ich nicht nein. Sehr schön. Das ist, was ich wollte. Ich habe mein Schwert nicht dabei. Kann ich euch mit... Ja, geht. Ist nicht ideal, aber... Ist nicht ideal, aber könnte funktionieren. Ich meine, ich muss nur einen einzigen besiegen. Ich muss nur einen einzigen von denen besiegen. Oh, das werde ich doch wohl hinkriegen. Yes! Ich habe einen einzigen besiegt und der hat mich fast umgebracht. Weil ich halt mein Schwert nicht dabei hatte. Mine verlassen. So. Tritt der Abenteuergilde bei. Das machen wir doch mal.
Hallo! Warte mal. Wer bist du, Willi? Gil! Aber den kenne ich noch nicht. Ich meine, okay. Brauchst du was? Ziele für die Monsterjagd. Okay. Aber... Ich komme jetzt einfach so rein, okay? Es ist halt jetzt einfach so. Okay. Topazring erhöht Waffengenauigkeit. Zurückstoßen. Sehen aber gut aus. Verteidigung plus 1, das ist gut. Eine Holzklinge. Will ich gerade noch nicht kaufen. Jetzt Wiederherstellungsdienst. Was soll das sein? Wenn ich was verloren habe, dann gibt er mir das wieder. Dann kann ich es ihm wieder abkaufen. Okay. Schön. Da fehlt mir jetzt aber immer noch eine Person, die ich noch nicht kennengelernt habe. Dich habe ich schon kennengelernt, oder? Wir kennen uns auf jeden Fall. Das Lauch, den habe ich schon. Sehr schön. Oh, schau mal, da ist ja noch mehr. Fantastisch. Ich könnte einen Löwenzahn gebrauchen. Warte mal. Ah, hat schon. Sehe ich gerade. Die hat schon. So, was ist denn hier drinnen? Ach so. Ah. Ja, das ist ja super. Hier ist gar nichts. Ah. Ja, das ist super. Das ist natürlich super. Wollen wir mal ein bisschen verkaufen? Zack. Ja, den Rest brauche ich eigentlich. Ja, wobei, ich kann das hier verkaufen. Ich finde es blöd, dass ich hier nicht bestimmen kann, wie viele ich verkaufen kann. So. Okay. Es gibt so vieles, was ich bauen muss. Den wollte ich bauen. 20 Kupfererz und Stein. Okay, so viele Kupfererz habe ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Doch! Na, wenn das so ist, dann bauen wir uns mal einen Schmelzofen. So, wo will ich denn den hinhaben? Will ich den hier oben? Oder hier an der Seite? Ich glaube, ich will den hier oben. Oh, ich kann den hier nicht hinpflanzen. Oh, den kann ich nur auf einer Wiese machen. Okay. Warum auch immer, finde ich jetzt schade. Dann tut man da hin. Schön hier zu den brennbaren Gegenständen. Um meinen Kupferbarren zu schmelzen. Benötigt Kohle. Kohle. Hä? Aha! Macht er das jetzt? Ich sage jetzt mal, der macht es jetzt einfach. Der macht es jetzt einfach.
Was will ich denn noch gerne machen? Ich brauche dafür Harz. Harz habe ich ja mehr als genug. Dann machen wir doch mal ein paar Dünger. So. Zack. Okay. Wir haben ein paar Dünger. Fantastisch. Ach, das ist schon fertig. Oh, das ging jetzt schnell. Habe ich jetzt nichts dafür bekommen? Okay, ich habe jetzt nichts dafür bekommen. Gleich nochmal machen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Kupferbarren ich brauche, um meine Waffen zu verbessern. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Was aber kein Problem ist, das finden wir relativ schnell raus. Dich kenne ich? Ja, yeah, du bist der Schmied, genau. Könntest du mir auch mal sagen, wie viele Kupferbarren ich brauche? Brauchst du was Warmes zum Essen? Immer. Immer. Ich habe ja schon zwei Geschenke gegeben. Das ist nervig, dass man nur zwei Geschenke geben kann. Hier, 1 von 8. 1 von 8. Fantastisch. Und dich kenne ich ja. Du bist nur ein Arschloch, mehr nicht. Hm. Naja, dann ist so. Irgendjemanden habe ich übersehen. Ich weiß halt einfach nicht wen. Irgendwen muss ich übersehen haben. Morgen kann ich dann auf jeden Fall mal Standarddünger benutzen. Da muss ich mal ein bisschen einkaufen gehen und dann passt es schon. So, ich will jetzt mal die Energie, die ich noch habe, will ich natürlich noch verbrauchen. So. Ich habe jetzt halt in dem Sinne gerade meine Axt leider nicht dabei, aber ich will die jetzt auch nicht holen extra deswegen. Wobei es eigentlich mehr Sinn machen würde, wenn ich sie kurz holen würde. Ich meine, ich habe hier verdammt viele Bäume, die ich fällen muss. Ich habe eine Geode, habe ich gar nicht bemerkt. Zack, zack. Inventar ist voll, warte mal. So. Hä? Wo ist mein Schmiedeofen hin? Was, warum habe ich auf einmal den Schmelzofen? Hä? Warum? Hä? Okay. Er weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Oh, ich brauche dafür 5 Erze. Ah. So läuft es. Okay. Ups. Süße Miezetatze. Die darf jetzt noch ein bisschen schlafen.